So Leute, heute reden wir über diese ganze Iced-Out-Geschichte, also über Iced-Out-Uhren, Iced-Out-Tennis-Chains, alles was Iced-Out ist. Ihr kennt es ja sehr wahrscheinlich, habt ihr schon ein paar Rapper gesehen oder sowas, die es anhatten. Ja, wir reden darüber erstmal generell, was das ist, zu was das alles passt, wer es vielleicht tragen sollte, wer es vielleicht nicht tragen sollte und ja, eigentlich noch vieles mehr. Also schaut es euch auf jeden Fall an. Also erstmal ganz generell, falls ihr nicht wisst, was Iced Out ist, ja, wie definiert man überhaupt Iced Out? Iced Out ist einfach, wenn ein gewisser Gegenstand, meistens jetzt zum Beispiel wie hier so eine Uhr oder eine Chain, irgendeine Kette, mit Diamanten besetzt. Das heißt, entweder der Gegenstand wird direkt so hergestellt, wie jetzt zum Beispiel bei einer Iced Out Chain, oder wenn man jetzt zum Beispiel hier so eine Rolex Iced Out machen würde, dann täte man so kleine Löcher reinbauen und die kleinen Diamanten eben da reinsetzen. Okay, jetzt mal modetechnisch betrachtet, styletechnisch betrachtet, zu was passt überhaupt Iced Out, ja? Also prinzipiell würden wir sagen, es passt eigentlich zu fast allem und auch fast jeder kann es tragen. Ich meine, man kennt es ja auf der einen Seite so reiche Omis oder sowas, die dann so ein Iced-Out-Ohrring tragen oder auch normal wohlhabende ältere Menschen eben, aber auch so Leute in unserem Alter oder eben auch ganz viele Rapper. Da gucken wir uns das Ganze mal modetechnisch an, styletechnisch. Zu was kann man Iced-Out-Sachen überhaupt anziehen, ja? Wer kann es anziehen und zu was kann man es anziehen? Einerseits muss man sagen, es kann eigentlich jede Altersklasse anziehen. Vielleicht kennt ihr es auch aus Filmen oder ihr kennt selbst so eine ältere Person. Vielleicht ein bisschen wohlhabender, ist ja auch meistens eher teurer so Iced-Out-Sachen mit so einem Iced-Out-Ohrring oder einer Iced-Out-Kette mit einem fetten Diamanten oder was auch immer. Die können sowas tragen, tragen es auch häufig, aber genauso gut natürlich auch junge Rapper. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel 6ix9ine anseht, ganz bekannt, ja, ganz, ganz, ganz viele Kette mit allen möglichen Motiven drauf, ein Hai vollgepackt mit Diamanten. Ob das schön ist, ist eine andere Sache, aber die tragen es natürlich auch einerseits einfach um zu flexen, um zu zeigen, dass sie Geld haben und andererseits oft aber natürlich auch wegen dem Style, wenn die Ding da ganz gut aussieht, ist ja nicht immer nur um zu protzen. Zu was kann man es anziehen? Eigentlich zu allem, ja. Weil die meisten Eisdauer-Sachen sind mit farblosen Diamanten, weil farbige, wie jetzt zum Beispiel gelbe oder blaue oder rote, einfach nochmal um vielfach teurer werden als die farblosen. Schauen wir uns mal an, für wen Eisdauer jetzt eigentlich geeignet ist. Wir haben es ja eben schon gesagt, kann jeder tragen, aber man kann es eigentlich schon ein bisschen verallgemeinern und sagen, die und die Leute tragen eigentlich nur Eisdauer-Sachen. Einerseits sind es natürlich Leute, denen Aufmerksamkeit nichts ausmacht. Ich meine, wenn ihr hier so eine, also selbst wenn ihr so eine kleine Eisdauer-Chain nur um den Nacken habt, es fällt einfach auf. Wenn ihr durch irgendwelche Menschenmassen lauft, in Frankfurt oder was weiß ich wo, fällt direkt auf. Kommt ein Sonnenstrahl, es blinkt, ja. Jeder sieht es. Also ihr seid auf jeden Fall mehr oder weniger im Mittelpunkt, wenn ihr sowas tragt. Also darf euch das auf jeden Fall nichts ausmachen. Dann natürlich noch Leute, die bei ihrem Style, bei der Art, wie sie rumlaufen, vor allem auf Accessoires achten, ja. Also auf Uhren, auf Ketten, auf Ohrringe bei Frauen oder bei manchen Männern vielleicht auch. Und die das eben einfach deswegen ein bisschen hervorheben wollen, weil der ihr Hauptfokus jetzt nicht bei den Schuhen liegt meistens oder bei dem Pulli, sondern eben, dass die eine schöne Uhr haben, eine schöne Kette haben und das eben, wie gesagt, hervorheben wollen, weil die darauf sehr viel Wert legen. Dann muss man natürlich noch sagen, dass die meisten Leute, die so Sachen tragen, eigentlich relativ wohlhabend sind. Also die müssen schon gut verdienen, um sich sowas leisten zu können. Das sind natürlich oft, wie jetzt schon zweimal erwähnt, Rapper, die damit eben flexen wollen, die zeigen wollen, dass sie Geld haben oder auch andere normale, wohlhabende Leute eben. Deswegen auch sehr oft Personen der Öffentlichkeit, damit sie eben ihren gewissen Status erhalten können, weil so eine Iced-Out-Sache gibt natürlich einen gewissen Status, einmal weil man es nicht immer sieht und dann weil eigentlich jeder weiß, dass es ziemlich teuer ist. Man weiß einfach, dass es teuer ist und wenn es jemand trägt, dann weiß man, der hat Geld. Und zu guter Letzt halt eben noch Leute, die auf diese handwerkliche Kunst wirklich Wert legen, weil ich meine, so eine Uhr jetzt zum Beispiel Iced-Out zu machen oder so eine Kette ganz von Anfang an Iced-Out herzustellen, kann ja nicht jeder. Das muss von Meisterhand gefertigt werden, das ist eine Heidenarbeit, das ist sehr, sehr, sehr detailreiche Arbeit, vor allem bei so einer Uhr, wenn da jetzt ganz viele Diamanten drauf besetzt werden, muss man ja gucken, der sitzt so und der muss so und so da dran sitzen, so auf den Millimeter genau, damit es eben gut aussieht und von daher, die Leute, die solche Kunst wirklich wertschätzen, die kaufen sich dann auch eher so eine Iced-Out-Kette oder Uhr. So, was ist, wenn ihr jetzt hergeht und sagt, ey, ich feiere so Iced-Out, sondern wirklich sehen richtig nice aus, aber ich kann keine Ahnung, 10, 11k für so ein Mode-Accessoire-Shop mehr. Und dann geht ihr vielleicht auf Instagram und seht so eine kleine Werbung von so einer Brand, die so auch Iced-Out-Sachen verkauft. Also im Prinzip Fake Iced-Out kann man sagen, ja. Das sind in dem Fall dann keine Sachen, die wirklich mit originalen Diamanten besetzt sind, sondern eben mit sogenannten Steinen. Und es sieht dann eben ähnlich aus, deswegen machen die das nach. So, unsere Meinung dazu, sollte man das, ist es eine gute Idee. Ich meine, sieht vielleicht auch nicht schlecht aus.
ich sag mal so, wenn man die Optik generell feiert und sich dann deswegen, um Geld zu sparen oder weil man das Geld eben nicht hat, die günstigere Steinvariante kauft anstatt die Diamantvariante, ist es an sich schon in Ordnung. Aber wenn man dann hergeht und damit wirklich angibt und sagt, ey, original iced out hier anfertigen lassen, pam pam pam, jetzt Status. Das geht natürlich nicht. Erstens mal, weil ihr euch verdammt lächerlich damit macht, wenn es nicht echt ist und es rauskommt. Und sowas kommt meistens raus. Und zweitens ist es eigentlich auch respektlos dem Handwerk gegenüber, weil es wie gesagt sehr, sehr viel Arbeit ist und dann hier anzukommen und so zu tun, als wäre das, das Quatsch. Und ganz wichtig, natürlich sollte man sich das so oder so nur kaufen, wenn man es selbst will und nicht, um hier den Status zu zeigen. Darüber haben wir übrigens auch ein ganzes Video gemacht. Das findet ihr unten in der Infobox. Also wenn euch das Thema interessiert, dann auf jeden Fall unten reinschauen. So Leute, eine ganz kurze Unterbrechung. Wir wollten nur mal Danke sagen, falls ihr uns abonniert habt und Bescheid sagen, wenn ihr neu hier seid. Wir machen Mode und Lifestyle, HB20. Einmal die Woche mindestens kommt immer ein Video. Unsere anderen Social Media Kanäle findet ihr immer unten in der Infobox. Abonnieren, wenn es euch gefällt. Wenn ihr mehr von dem Zeug hier sehen wollt, natürlich liken, teilen, dies, das, alles. Und ja, zurück zum Video. So, was auch noch ganz interessant ist, schauen wir uns mal an, wie so ein Diamant überhaupt hergestellt wird. Also gibt es mittlerweile eine relativ neue Variante, die ist glaube ich 1 bis 2 Jahre alt. Dass sie nämlich im Labor hergestellt werden, neben dem Naturellen. Dann schauen wir uns einfach mal an, was die Unterschiede zwischen den beiden Sachen sind. Erstmal, wie wird Diamant im Labor hergestellt? Ist das überhaupt ein echter Diamant? Kann man das wirklich einen echten Diamant nennen? Oder ist das jetzt irgendwie ein Fake oder irgendeine Verarsche? So, die machen das im Labor so, die nehmen sich ein ganz, ganz kleines Stück von einem originalen Diamanten, den sie in der Natur gefunden haben, tun den einfach in eine Kammer rein, in eine Art Kammer. Und in dieser Kammer entsteht dann, ähnlich wie in der Natur, sehr, 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 sehr viel Druck. Durch diesen Druck entsteht Kohlenstoff und auf diesem kleinen Stück des originalen Diamanten bildet sich dann eben genau wie in der Natur, nur eben sehr stark verschnellert, ein neuer Diamant. Heißt, er wird zwar sozusagen künstlich hergestellt, also nicht in der Natur belassen, aber der Prozess ist sozusagen eigentlich genau derselbe, nur eben, wenn man die Geschwindigkeit betrachtet, ein bisschen optimiert und halt ja eben schneller gemacht. Also ja, es ist auf jeden Fall ein echter. Die sind dann, weil es eben schneller geht, auch viel günstiger, also Diamanten aus der Natur. Also, wenn man ein bisschen Geld sparen will, dann kann man sich auf jeden Fall mal überlegen, so einzukaufen. Was ist dann mit den viel teureren naturellen Edelsteinen, wie entstehen die? Entstehen natürlich auch wieder durch Druck, ganz tief unter der Erde. Über Millionen von Jahren werden nämlich unter der Erde gewisse Pflanzenteile durch diesen Druck eben sehr stark zusammengepresst und aus den kleinen biologischen Einzelteilen der Pflanze entsteht dann sozusagen eben der Kohlenstoff und dadurch entstehen dann durch den Druck eben echte Diamanten. So, dieses ganze Iced-Out-Game, diese ganze Diamanten-Geschichte, ist das denn jetzt überhaupt ein kurzweiliger Trend oder kann man darauf setzen, dass das auch in der Zukunft sehr, sehr beliebt sein wird? Also wir sind der Meinung, dass dieser sehr, sehr hohe Trend, vor allem mit der Jugend und bei den Rappern, mit diesen Iced-Out-Chains und so weiter und so fort, nicht mehr ganz so lange anhalten wird, weil es eben wirklich nur eine kleine Trendgeschichte ist. Man kann es ja auch sehen, vor 30, 40 Jahren war es noch nicht so krass im Hype, wie es jetzt ist. Also es wird auch mal wieder runtergehen, aber die generelle Interesse für Diamanten, für dieses ganze Iced-Out-Game wird eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher fortbestehen. Weil wenn man sich mal ansieht, die Menschen haben ja schon seit Jahrhunderten Diamanten getragen, sei es jetzt an Ringen, an Ketten, an Kronen früher. Von daher, wir Menschen hatten sozusagen schon fast schon immer, seit wir es entdeckt haben, Interesse an Diamanten und werden das deswegen wahrscheinlich auch nicht in naher Zukunft verlieren. So, kommen wir zu unserer persönlichen Meinung dazu. Was halten wir von Iced Out? Würden wir es selbst tragen? Würden wir es kaufen? Würden wir es euch empfehlen natürlich? Die sagen mal so, manche Iced Out Sachen ja, manche nein. Jetzt so eine Iced Out Uhr, wie sie jetzt zum Beispiel UFO 361 oder Justin oder so trägt, das finden wir schon gut. Sieht schon gut aus. Oder so eine relativ dünne Tennis-Chain, das hat alles schon noch Stil. Das kann man schon tragen, das sieht schon klasse aus. Aber wenn man sich jetzt so extrem fette, protzige Sachen ansieht, wie zum Beispiel diese High Chain von 6ix9ine, es ist einfach nur affig, es sieht beschissen aus, unserer Meinung nach zumindest. Ne? Und das ist dann in dem Fall eigentlich ja, mehr Proben, ne? Dass der Name bekannt wird und nicht wirklich des Styles will, nicht wirklich, weil man jetzt diesen Mode, dieses Fashion Game feiert und sich deswegen das holt, sondern eben nur, um seinen Status hochzupushen.
Also solange man das deswegen nicht macht, sondern sich was Stilvolles holt, was auch wirklich mit Sachen zusammenpasst, finden wir es echt nicht schlecht. So Leute, ein weiteres Video zu Ende. Vielen lieben Dank, dass ihr hier bis zum Ende geschaut habt natürlich. Ihr wisst Bescheid, unten in der Infobox ist das Video und unsere ganzen Kontaktdaten wie immer. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Teilt es mit euren Freunden, wenn ihr wollt, wenn es euch gefallen hat. Schreibt eure Meinung in den Kommentaren. Schreibt auch, ob ihr persönlich Eisout-Sachen kaufen würdet oder nicht. Und ja, nächste Woche Sonntag, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns wieder. Wie zum Beispiel Uhren oder andere.